Danke, danke schön. Neue Schauzeit. Heute steht auf dem Programm. Was? Nicht euer Ernst. Nicht derselbe Scheiß, die da ist, Mr. Pervert. Was? Wenn es sein muss. Heute 3 Filme, wie sie nicht schlechter sein könnten. Gott, nee, das muss wieder sein. Und ich fange heute an mit einem Film, der auf Blu-ray erschienen ist, selbst hier noch geschnitten leider ist, und das merkst du. 12, die Jury. Für die Zeit 13 hatten sie wohl kein Geld mehr. Aber 12? Nur wer die Jury ist. Es geht um den Typen, der Kinderschändler war. Hat die Kinder wahrscheinlich umgebracht und alles Mögliche. Das haben sie ja nie wirklich geschrieben in diesem Film, was der Typ jetzt mit den Kindern gemacht hat. Hinten steht drauf, hier, Deformation ihrer Gesichtszüge inbegriffen. Nicht wirklich. Es gibt ungefähr 2 Szenen, die ansatzweise eklig sind, aber die hast du schon bei Texas Chainsaw Massacre gesehen, wo ihm das Gesicht abgezogen wird. Das ist ein Typ, der setzt sich eine künstliche Maske auf, weil er in den Knast gekommen ist und von den Leuten, sag ich mal, misshandelt wurde, die das Schwitz bekommen haben, dass er sich an Kinder vergangen hat und das hat er nicht anders verdient. Der Typ. Nicht die Kinder. Das wäre ja noch schöner. Und er setzt sich deswegen diese Maske auf und will sich an die Jury rächen. Also den Leuten, die ihn verurteilt haben. Was kompletter Schwachsinn ist. Warum rächt er sich an den Leuten? Mal ganz ehrlich. Die haben ihn zu Recht irgendwie festgesetzt. Das ist wirklich so ein Mangel an Intelligenz bei einem Slasher ist das noch nicht mehr, weil es gibt nicht genug Abtrennungsszenen oder sowas in diesem Film. Am Anfang explodiert ein Kopf. Super. Dann wird ein Typ vom LKW mitgenommen. Pickup, jawohl. Der Typ fährt nämlich einen roten Pickup im Nichts. Es gibt wieder eine beschissene Kleinstadt. Dieser Killer. Ach, ich habe schon den Namen vergessen, weil dieser Film einem überhaupt nicht im Kopf bleibt. Weißt du, jeder Horrorfilm hat irgendwie welche Klischees. Hält dieser Film welche, dann hätte er zumindest in der einen Todesszene gepoppt. Aber die haben noch nicht mal gevögelt in diesem Film. Es gibt keine einzige blanke Titte in diesem Film zu sehen. Was soll das? Der Film hat eine Spiel-JK. Da kann man doch mit Sex oder irgendwas mal rechnen. Und guck mal, der Film ist so schlecht, dass er eine Laufzeitangabe von 79,14 Minuten hat. Das musst du dir mal einziehen. Und hier, Winner Best Horror Feature. Wo? Steht nicht bei. Ich würde auch gerne mal wissen, wer diese Jury war. Also die Jury, die diesen Film bewertet hat. Nicht die den Typen in die Abschlachtbank gesetzt haben. Wirklich. Die haben von den Todesszenen, es gibt ungefähr 5 Stück in diesem Film, bei 12 Leuten, die anderen sind schon tot. Der zieht den Leuten das Gesicht ab und klebt die sich irgendwie auf eine Stelle. Wird nicht erklärt, warum, ganz ehrlich, selbst Laid to Rest hatte eine bessere Story als dieser Film. Und Laid to Rest war schon in meinen Augen der letzte Scheiß. Besonders mit dem Schluss. Laid to Rest kennen wahrscheinlich viele. Wenn nicht, sollten sich vielleicht mal ansehen, muss man aber nicht, weil Laid to Rest war schon dämlich. Und wirklich, es gibt immer dieses Survivor Girl und die Nerven. Aber die sehen zumindest geil aus. Aber hier ist es ein Durchschnittsmädchen. Da denkt man sich auch wieder so. Oh. Aber zumindest gibt es blonde Püppchen. Das ist eine Sache. Es gibt nichts Gutes über diesen Film zu sagen. Super. Plus gratis 3D Blu-ray. Wenn ich 3D Player, würde ich mir das Ding in 3D ansehen und würde wahrscheinlich noch weinen. Weil es keine einzige Szene gibt, wo dieses 3D sich wahrscheinlich lohnen würde. Not only God can judge you. Aber ich kann das Ding verurteilen. Und zwar mit... Es ist durchschnittlich, es ist 2 von 10 Punkten maximal, weil es hat nichts Innovatives. Da gucke ich mir lieber nochmal den ersten Freitag, den 13. an oder sowas. Und die Filme waren schon nicht so sonderlich mein Fall. Und jetzt können wieder irgendwelche Leute kommen und flamen und sagen, hey, du hast keine Ahnung von Filmen. Mag sein, aber wenn ihr Freitag, den 13. Teil 1 heutzutage noch als irgendein Juwel anseht, dann habt ihr keine Ahnung von Filmen. Okay, ich habe Jason X als einen der Lieblingsfilme hier aufgehängt. Was dachtest du nicht? Gar nichts, weil Filmgeschmäcker verschieden sind. Damit haben wir den ersten Film durch, so. Was kommt als nächstes, Leute? Jeder von euch kennt Karate Kid, aber nee, den Film zeige ich euch nicht. Ich zeige euch einen Jean-Claude Van Damme Film. In der ungeschnittenen 16er Fassung. Nein, nicht Kickboxer oder sowas, das sind ja gute Filme mit ihm. Wir reden von einem seiner ersten Filme. Vor Bloodsport, soweit ich das noch mitbekommen habe. Karate-Tiger. Wo er wirklich auf dem Cover drauf ist und wirklich nur eine gegnerische Rolle spielt. Was soll denn der Scheiß? Das geht um einen Typen, der totaler Bruce Lee-Fan ist.
wo Bruce Lee eigentlich gar nicht mehr der Hauptaugenmerk auf Karate war oder sowas. Da hätten sie Chuck Norris nehmen können. Aber Chuck Norris lebt ja noch. Der wird ja auch nicht sterben. Der Vater betreibt ein Dojo. Da kommt irgend so eine Vereinigung rein und will den als Kämpfer anwerben. Der Vater wird fertig gemacht, unter anderem auch von Jean-Claude, der einen Russen spielt. Ja, er spielt einen Russen. Nicht nur Dolph Lundgren bei der Russe in den 80ern. Nee, auch Jean-Claude Van Damme. Sorry an alle, wenn ich jetzt Van Damme irgendwo gesagt habe. Diese Story ist so käsig, der Vater haut ab mit dem Sohn, der Sohn ist natürlich ein Pissig. Der Sohn trainiert, lernt einen kleinfarbigen Freund kennen. Und der wird aus der Nachbarschaft von irgendeinem kleinen dickeren Jungen fertig gemacht. Es wird sich mit dem dickeren Jungen angelegt. Dann gehen die in den Karateverein von denen. Der dicke Junge hat natürlich totale Connection zu den Meistern da drin. Und dann machen sie erstmal den Typen aus der anderen Stadt fertig. Weißt du, wie ist dieser Film nochmal? Action-Ikone und Transporter-Regisseur. Ja, Corey Yoon. Oh Gott, ne. Der hat Transporter gemacht. Jeder fängt mal schlecht an, aber das? Eigentlich dürfte man ja annehmen, Van Damme, einer seiner ersten Filme, kann nicht so schlecht sein. Erskum. Okay, er hat auch noch nicht so den trainierten Buddy, wie er in Bloodsport oder in Universal Soldier hat, in Teil 1 wohlgemerkt. Und naja, selbst der Schlusskampf, du kannst diesen Film auf eine halbe Stunde zusammensteigen und du hast immer noch ein paar Längsszenen drin. Das darf bei so einem Film nicht sein. Du guckst dir den Film Karate-Tiger an. Okay, ich muss dir noch sagen, der Junge hat sich dann das Dojo selber zusammengebaut, weil er nicht von dem anderen aufgenommen wurde. Und auf einmal hat er eine Wahnvorstellung. Und zwar von wem? Von Bruce Lee. Der Typ geht zum Grab hin und sieht auf einmal Bruce Lee in echt. Natürlich irgend so einen kleinen, billig nachgesetzten Schauspieler von Bruce Lee, aber der hat zumindest ansatzweise die Gestik drauf gehabt von Bruce Lee. Das ist ja auch nicht sonderlich schwer. Bruce Lee war ja relativ eingebildet, aber irgendwie auch schüchtern bei manchen seiner Filme. Ne. Also, oh Gott, die Person hat auch noch X-Men und Jet Li's One gemacht. Echt klasse Filme, aber das? Limit Edition! Limit Edition im Arsch! Das tut weh. Solche Filme tun weh, sie sowas anzugucken. Ich guck mal lieber nochmal die Karate Kid Filme an. Und selbst die fand ich jetzt nicht so gut. Geschweige denn von diesem Jaden Smith Remake, was ja eigentlich noch nicht mal Karate Kid ist, was ja alle wissen. Da bringt es ja auch nichts drüber, sich aufzuregen. Mal ganz ehrlich. Leute, ihr wollt mich heute echt zum Wahnsinn bringen. Es ist scheiße. Selbst Van Damme spielt eine Rolle, die ansatzweise far away from good ist. Also vom Guten. Der Schlusskampf, er haut den Leuten wirklich auf die Fresse. Und es sieht eher so aus, als wenn er fürs Casting für ein Street Fighter Spiel mitgemacht hat. Den Film hat er ja mitgemacht. Das darf man ja nicht vergessen. Aber wirklich, wo er dann wirklich seine Spagat auf diesen Banden an den Seiten vom Ring gemacht, das sieht echt so aus, als wenn er wirklich gerade für Street Fighter trainiert hätte. Und ansonsten wirklich der Schluss, die Wende, wie er dann auf einmal fertig gemacht wird. Wirklich, er bekommt dann immer voll die Chuck Norris-Kräfte von den Kampfstyle-Sachen und so. Und dann wird er zum Schluss von dem kleinen Pisser hier. Der Name ist so unwichtig, ich hab mir nicht mal gemerkt. Fertig gemacht, das geht nicht. Okay, aber wegen den Kampfszenen, weil es ja halt nicht so beschissen ist, kommt der Film zumindest noch 3 von 10. Ich hoffe, der nächste Film wird besser. So, der nächste ist... Warum? Warum? Ich muss mal sagen, ich war verzweifelt. Am Montag der Woche kam bei uns beim Medienmarkt Avengers raus. Ich habe mir das Ding vorbestellt. Was heißt das? Das Ding kommt erst am Donnerstag. Heime hier. Machen wir das an. Ich dachte so, Trash ist ja nicht schlecht. Aber dann kam Dark Skies. Der Film hat auch nicht mal einen richtigen Titel. In Amerika heißt der Film The Avengings. Avengings. The Scarab. Dieser Film ist mit einer Home-Kamera aufgenommen worden. Und dann noch nicht mal mit einer HD-Kamera wahrscheinlich. Und warum? Das hat nichts mit dem Film zu tun. Okay. Es geht darum, ein Wissenschaftler, ein Forscher, sucht was. Im Wald. Wirklich. Die zeigen die fiesen Aufnahmen, Landschaftsaufnahmen. Und dann siehst du einfach nur einen Wald. Du siehst dann noch in so einer ganz schlechten, aber rausgekatteten Szene von der Helikopterlandung,
wie irgendwelche Leute landen. Aber der Helikopter wird nie gezeigt. Der Film hat wahrscheinlich echt nur ein Budget von $500 oder sowas gehabt. Weil anders kannst du diesen Film echt nicht erklären. Oh, sorry. Ah ja, ich muss hier noch was sagen. Und zwar, der sucht ja einen Skarabäus. Selbstverständlich. Dann kommt ein Cut und es wird ein Lehrer gezeigt, der seine Klasse unterrichtet von wegen einer Geschichte. Ich habe noch was ganz Schönes vergessen. Am Anfang kommt natürlich eine Szene, wo über den Ursprung der Menschheit diskutiert wird. Und da kommt erstmal 3 Minuten wirklich so der Weltraum. Unendlicher Welt. Nicht Star Wars oder Star Trek. Dort kommt ungefähr eine Stimme, die alle 1,5 Minuten was sagt. Und danach ist die Szene zu Ende. Du hast wirklich diese ganz billige CGI-Fahrt, wo wirklich nur zweimal eine Stimme was sagt. Und dann nur ganz kurz, immer nur 10 Sekunden oder sowas. Du fühlst dich verarscht von diesem Film. Und dann siehst du die Innenaufnahmen. Ich muss sagen, die Schusseffekte sind gar nicht mal so schlecht gemacht für so einen Film. Da habe ich bei The Black Knight Returns schon Schlechteres gesehen, ganz ehrlich. Und, naja, der Wissenschaftler, also der Lehrer, bekommt Kontakt mit dem anderen. Die kennen sich anscheinend irgendwoher. Der Mann wird verschleppt. Ganz zufälligerweise hat er natürlich noch einen Bodyguard, wer der einzige wahrscheinlich ist, der irgendwie ansatzweise ein Talent hat in diesem Film, weil der schafft es echt noch so ein bisschen Coolness rüberzubringen, weil der haut erstmal die Verfolger ein bisschen zusammen. Wird aber im Endeffekt auch nochmal fertig gemacht. Dann kommt ein Schnitt zu einer Szene, wo eine Art Shield-Agentin vertreten sein soll. Den Namen habe ich gerade gar nicht mehr. Und dann gibt es dann noch diesen Bösewicht angeblich mit dem Punisher-T-Shirt, was ich mal gar nicht verstehe, aber ein billiges Punisher-T-Shirt. Eher so ein Pirat. Comedian will er wahrscheinlich sein. Ich sag mal so, später, wo er dann, naja, ich kann mal vorgreifen, diesen Film wird sich eh wahrscheinlich keine Sau ansehen. Er findet den Skarabäus, verschwindet kurz, verwandelt sich in den unheimlichen Superhelden, wo man auch noch sieht, wie er die Maske aufsetzt und an der Seite dann, also sieht man nicht direkt, wie an der Seite die Hin- und Herflammen von der Maske eben sind. Wie du bei der Batman-Maske hast, die du eben kaufen kannst. Wenn du aber nichts weiter hast. Warum haben sie sich nicht mal die Mühe gemacht, unter diesem Bodysuit das Ding zu kleben? Nein, machen sie nicht. Das sieht so albern aus. Und dann noch der Böse. Der Böse. Wirklich ganz böser Typ ist das. Der bringt seine Leute zwar um, gibt ihnen aber die Alternative zum Spießrutenlauf. Der Spießrutenlauf. Eine Seite böse, andere Seite böse. Und du in der Mitte. Du gehst da lang oder immer rum. Kriegst von jedem auf die Fresse. Also du kannst dir das aussuchen oder kannst erschossen werden. Wie bescheuert ist sowas? Mal ganz ehrlich. Und das ist das Finale gleichzeitig. Im Kampf 1:1. Das Gute gegen das Böse. Spießrutenlauf. Todeslauf ist es natürlich in der Szene dann. Da denkst du so, ganz ehrlich, wollt ihr mich verarschen? Und es gibt ungefähr 3 Helden. In der Endszene sind noch ein 4. zu den Double Dare. Das ist der Typ, der am Anfang die etwas besseren Martial Arts Sachen gemacht hat. Wahrscheinlich sind für den die $400 draufgegangen. Von den 100 ist dann für Waffen und die ganzen billigen Kostüme was draufgegangen. Und dieser billige Look. Bah, hab ich mich geekelt. Okay, dieser Film ist von einem 18-Jährigen produziert worden. Wo steht das denn hier? Ah, Regie. Brad Kelly. Der Typ ist erst 18 Jahre alt und hat sowas hier produziert. Tut mir leid. Hol dir lieber nochmal ordentlich einen runter, anstatt dass du so eine Scheiße hier produziert hast. Oh ja, und dann die Superkräfte. Captain USA. Das ist Captain USA. Die Frau sagt so, du siehst aus wie Captain USA. Dann heißt er jetzt auf einmal Captain USA. Fick dich, Film. Boah. Immobilien setzen. Au! Ah! Was ist das? Nein, bitte nicht! Das ist der Skarabäus aus dem Film! Hilfe! Oh, Kacke! Ich bin in der Anfangsszene des Films. Ich bin auch wie der Typ, als er den Skarabäus auf einmal in der Hand genommen hat, kam er in diese. War schlechte Hintergrundszene. Heißt es, ich muss jetzt auch so ein schlechtes Kostüm kriegen? Ich ahne Furchtbares. Ah ja, übrigens, der Typ hat auch die Kräfte von Chuck Norris. Er verhört jemanden, das muss ich jetzt nochmal vorher kurz sagen, bevor ich hier jetzt echt verzweifle. Er sagt so, sprich, sprich.
indem er ihm am Arm greift. Die ultimative Foltermethode, jemanden angreifen und ganz leicht reinzwicken. Ganz herzlich natürlich. Und ich versuche jetzt hier mal rauszukommen. Ey, kennt man jemanden den Ausgang? Ist hier irgendwer? Meine Güte. Ah, da ist eine Tür. Au! Ach, scheiße. Ne, jetzt.